Ja, hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wie gesagt, beim letzten Mal, wir treffen uns irgendwo in Florenz wieder, denn da hat man das Spiel ja auch mal beendet und wieder neu gestartet. Und, wir sind nicht derjenige, den ihr sucht. Also, geht doch. Und mir ist gerade schon ins Blickfeld gekommen, wie ich mal auf die Karte schaute, um zu sehen, wo wir sind, dass hier in der Nähe doch ein Aussichtspunkt ist. So, und diesen Aussichtspunkt, den werden wir dann jetzt mal erkunden und mal die ganzen Codex-Seiten holen und mit diesen Codex-Seiten zu Sir Da Vinci gehen. Oder, naja, was heißt mit den ganzen Codex-Seiten? Vielleicht machen wir auch nur mal die Aussichtspunkte, die wir jetzt im Moment machen können, und danach machen wir mal wieder etwas Story-lastiges, also eine Mission. Und das wird noch echt lustig, weil wir einfach permanent in Gefahr sind, weil wir den Status gesucht haben. Das sollten wir irgendwann mal wieder beenden können. Ich denke mal, das wird die nächste Zeit schon möglich sein. So. Na dann, synchronisieren. Sehr schön. So wie es sein soll. Und hüpf. Wunderbar. So, dann haben wir noch einen, oder? Noch einen Aussichtspunkt. Jo, ist natürlich auch ganz weit weg. Ist ja super. Hier in der Nähe ist noch eine Codex-Seite. Ach ja, wir haben noch auf jeden Fall genug zu tun, so viel ist klar. So, dann sprinten wir mal wieder eine Runde. Schauen wir mal, dass wir alles hier bekommen, was wir kriegen wollen. Und dass wir keinen Ärger kriegen. Das hier ja leider sehr gut möglich ist. So, hopp. Was? Verdammt. Ach, komm her. Komm her. So, und jetzt greif an. Ha. Ah, er macht's auch noch. Ja, ja. Dann schauen wir mal gerade. Dann würde ich den mal gerade gerne untersuchen und mal schauen. Ich habe noch 4 Medizin. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, Bogenschütze. Boah, der hat viel Geld dabei. Der wird aber gut bezahlt. Ups. Das war mir klar, dass das jetzt passieren musste. Ja, das ist das Problem. Ich habe noch kein Schwert. Das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Aber es funktioniert doch auch so. So, komm her, komm her. Ja, es ist nicht so einfach, wenn man nur eine der Klingen hat. Muss man erstmal wieder das richtige Timing reinbekommen, aber es ist eben nicht immer so einfach. Ich habe nichts gemacht. Ich? Nein, ich doch nicht. Apropos, ich wollte gerade sagen, hier oben war noch ein Schütze. Jetzt ist aber keiner mehr da. So, dann springen wir wieder rechts hier. Hopp, danke sehr. Und geradeaus. Nein, bin ich nicht. Du bist erledigt. Also, beim letzten Mal, ja, wir haben ja bei der letzten Aufnahme schon einiges erleiden müssen. Es war ja nicht gerade eine... Es ist keine einfache Zeit für unseren Charakter Ezio. Ach ja, aber wir versuchen den Tod seiner... dem Großteil seiner Familie zu rächen. Versteht sich natürlich. Oh, ein bisschen Geld. Das kann uns bei unserem... Taten vielleicht helfen, das Geld. So, gut. Dann sind wir auch gleich da. Da vorne sehe ich den Punkt schon, an dem wir uns dann mehr von der Karte sehen können. Oh, nein, nicht runterfallen. Das ist immer eine schlechte Idee. So. Na, also. Da sind wir wieder da und können mal schnell... schauen, was hier noch so los ist. Vielleicht ist hier ja nochmal eine Codex-Seite. Wäre auch nicht schlecht so an sich. Könnten wir gleich ein paar mehr holen. Die werden wir ja nachher noch brauchen. Sag ich jetzt mal so. So, Lelei. Und jetzt geht's erstmal ab zum Erinnerung. Genau, zu der Erinnerung. Da können wir auch gerade hier runterspringen. Ah, was machst du denn? Huh.
Da haben wir jetzt aber Glück gehabt. Noch so ein Söldner, denke ich. Der große Mantel. Man kann also nicht ruhig an denen vorbeigehen. Das ist unpraktisch. Aber das werde ich auch noch überleben. Da müssen wir einfach über die Dächer gehen, so viel ist klar. Oh, das war knapp. Da muss ich mich gerade so ein bisschen konzentrieren. So, Kollege. So geht das nämlich, ja? Genau, lauft. Lauft alle ganz schnell. Ist vielleicht dann doch besser. Ab, einmal hoch. Ich finde auch die, na gut, kann man eigentlich nicht sagen. Ah, jetzt, das war jetzt professionell. Einmal hochspringen und gleich wieder runter. Die Kleidung von dem Assassinen, die Ezio anhat, das ist, finde ich, ist so richtig geil. Aber ich glaube, da kann kein Schwein vernünftig drinnen so laufen. Denn ich glaube nicht, dass es atmungsaktiv ist. So dick, wie das Zeug an einem heftet. Oh, naja, wir stecken ja nicht drin. Zum Glück, muss ich sagen. Zum Glück. So, ab, ab. So, da vorne sehe ich doch schon wieder, dass da Wachen wären. Oh, halt dich fest. Ezio, Ezio. Immer raufpassen. So, einmal nach oben, bitte. Danke sehr, danke sehr. Da sind wir auch schon fast da. So, da oben ist, haben wir wieder eine Waffe. Wache. Eine Waffe haben wir da auch. Nein! Ich gehe nicht runter. Ich töte nur. Ist doch nichts Böses dran. Ich töte doch nur. So, da unten. Auch da unten war mal eine Codex-Seite, glaube ich. Schade, dass meine da war. So. Hoppa. Ei, 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 ei. Mensch, Junge, pass doch mal auf, was du machst. Ist ja schlimm mit dir. Genau, was für ein Mann. Ich weiß noch nicht, mit wem sie uns gerade verglichen hat, aber das soll mir auch egal sein. Hopp, hopp, hopp. Und schon sind wir da. Jetzt schauen wir mal, was wir noch tun können. Man darf gespannt sein. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust würde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Also dann, bedeckt halten. Bekanntheitsgrad durch das Abreißen von Steckbriefen, die Bestechung von Herolden oder die Ermordung korrupter Beamter verringern. Ja, kein Problem, das können wir doch mal gerade kurz machen. Das war auch das, was ich angesprochen hatte. Da sehen wir schon einen von diesen Beamten, das Augensymbol. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Ach, was soll's. Immerhin schon mal minus 75. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Möchtest du lieber brennen oder entziehen? Ich würde lieber abhauen. Haha. So, haben wir schon mal den Kollegen erwischt gehabt. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist noch einer. Ah, da sind auch Wachen. Dann machen wir das mal lieber gerade nicht. Dann nehmen wir mal lieber den Steckbrief, der auf beim anderen Gebäude ist. Ja, man muss dann auch immer aufpassen, ob man eben gesehen wird oder nicht. Das war jetzt eben gerade von mir natürlich nicht gut. Das war nicht like Assassin, sondern einfach nur dumm. So. Und hier können wir einen Checkbrief abmachen und dann haben wir schon 100% verringert. Bedeckt halten. Erfolgreich absolviert, würde ich mal glatt behaupten. Und wir mussten gar nicht weit dafür gehen. So, zack.
Festhalten. Schön. Wir sind wieder inkognito. Durch imposante oder nicht gesellschaftsfähige Aktionen werden sie gesucht. Das ist klar, wenn man sich auffällig verhält, ist das natürlich auch ein Grund dafür, gesucht zu werden. Ist ja klar. Ja, was für ein Kasper. Ja, bla 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 bla. Wir machen gleich mal weiter. Denn, wie gesagt, wir müssen ja aus Florenz raus. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Jupp. Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Ja, davon können wir leider ausgehen. Arrivederci. Maria und Claudia aus Florenz bis zur Villa Auditore in Montrigioni eskortieren. Okay, dann müssen wir jetzt ganz schnell raus aus Florenz. Familie zerrüttet. Wir müssen fliehen, ja. Warum sind hier auf einmal so viele Wachen? Das gefällt mir nicht. Ich gucke jetzt erstmal gerade auf die Karte. Oh, ach ja, Claudia Auditore, das hatten wir auch schon mal. Ich möchte nur auf die Karte schauen. Danke! Ach so, es gibt so einzelne Punkte, wo wir dann hergehen müssen. Es wird wohl sein, dass wir am besten hier unten her, dann da durch und dann da und so und so. Dass wir erst jetzt hier runtergehen, dann durch diese Gasse zu dem Punkt. Und dann müssen wir weitergehen, um hier rauszukommen. Oh Leute, das wird lustig. Apropos, ich weiß da ja was. Ich habe das ja schon mal öfters gespielt. Und, ach ja genau, das geht ja mit dem Stick nicht. Wenn wir Geld haben, dann können wir dieses auch auf den Boden werfen. Und, ach wisst ihr was, ich zeige euch das gleich einfach, was ich meine. So, gucken wir mal, ob es jetzt schon funktioniert. Genau. Wir geben dann nämlich Geld und somit sind die Wachen abgelenkt und bemerken nicht, wer wir sind und was wir hier gerade so machen. Deswegen können wir da eigentlich immer recht gut dann entlang gehen, ohne dass jemand merkt, dass ja eben wir da sind. Wenn wir uns natürlich zu schnell beeilen würden, dann könnten die Wachen uns vielleicht auch schon erkennen. Deswegen mache ich das eher langsam, bevor wir da noch größere Probleme bekommen. Ach du Scheiße. Wir werfen einfach schon mal ein bisschen was. Oh Gott, hier sind ja viele Wachen. Wir werfen jetzt einfach mal ein bisschen mehr. Einfach nur, um die ganzen Wachen abzulenken, weil ich habe keinen Bock, dass wir hier drauf gehen. Besonders nicht, weil unsere Mutter und unsere Schwester hierbei sind. Hallo Jungs. Schnell weg hier. Wir werfen wieder ein bisschen Geld. Ich meine, wir haben ja im Moment genug davon, ne? So, dann gehen wir mal wieder ein bisschen. Werfen wieder ein bisschen Geld. Damit auch endlich viele dahin kommen. Oh Gott. Hey, warum sind hier auf einmal so viele Wachen? Nur weil wir gesucht werden, oder was? Ja, so ist's leicht. Sehr gut, Jungs. Oh Gott, jetzt wird's natürlich schwierig. Ich glaube, ich werde mir da mal so ein paar Mädels anheuern müssen. Genau, das machen wir jetzt auch gerade ganz schnell. So, und wie sehen wir die jetzt nämlich an da?
nach euch. Und sagen, holt die mal da weg. Genau. Und jetzt haben wir da noch Geld. Jetzt heißt es abhauen. Kommt schon, Mädels. Und beide hinter mir. Sehr gut. Sehr schön. Das haben wir doch souverän gemeistert. Haben die Jungs da noch gut abgelenkt. Bleib dran. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Wie gut, dass wir trotzdem mit uns herrennen können. Ups. Gut, jetzt sind wir schon mal raus aus Florenz und ab nach Monteriggioni. Zu unserem Onkel Mario, den wir jetzt auch zum ersten Mal treffen werden. Hier lang. Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja, hatten Sie. Gut so. Arrivederci haben wir beendet. Beziehungsweise synchronisiert, eher gesagt. Und somit Erinnerungen synchronisiert, Sequenz 2 beendet. Tja, so schnell kann's ja dann doch gehen. Aber wir sind ja noch lange, lange, lange nicht am Ende. Wir werden noch viel zu erkunden haben. So viel ist klar. Also dann, laufen wir wieder ein bisschen hier durch den Animus-Bereich. Moment, kann man das hier nicht aus... Nein, scheinbar nicht. Gut. So, jetzt baut sich, glaube ich, wieder ein neues Gebiet auf. Richtig? Scheint so. Yo, das tut es. Toskana, 1476. Da sind wir jetzt gelandet, ja, ja. Das ist wohl Monteriggioni. Und das war wohl eben gerade unsere Villa. Und da sind wir auch wieder schon wieder gelandet. So, alle da. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio.